Cause sometimes you just feel tired, you feel weak, and when you feel weak, you feel like you wanna just give up. But you gotta search within you, try to find that inner strength, and just pull that shit out of you, and get that motivation to not give up, and not be a quitter. No matter how bad you wanna just fall, flat on your face, and collapse. Till I collapse, I'm spilling these raps, long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. Cause when I am not, then I'ma stop. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop sinning. And women are caught in wet cinnamon, hot venom, adrenaline shots. The penicillin could not get the ill in the stock. Amoxicillin's just not real enough. The criminal cop killing hip-hop, filling a minimal swap to cop. Millions of pop listeners, you coming with me, feel it or not. You're gonna fear it like I showed you the spirit of God lives in us. You hear it a lot, lyrics the shock. Is it a miracle or am I just product of pop? Bereits die Nachspielzeit. Die Braun-Weißen führten, hatten den Sieg also ganz nah vor Augen. Dann plötzlich der Last-Minute-Schock. Eine Unaufmerksamkeit und das Loch in der Abwehr war entstanden. Vorbei an den völlig konsternierten Hamburgerinnen stürmten die Gäste in Richtung Mahlfeld. In letzter Sekunde sicherte sich der SC Neuenheim Heidelberg den nicht mehr für möglich gehaltenen vierten deutschen Meistertitel in Folge. Wir waren zu nervös, aus was für Gründen auch immer. Und wir haben es nicht geschafft, das Spiel zu kontrollieren. Und immer, wenn wir die Punkte gemacht haben, gleich danach haben wir den Gegner wieder stark gemacht, haben sie rankommen lassen und hätten viel eher schon den Sack zumachen können. Möglichkeiten dazu gab es reichlich. Gerade in der ersten Halbzeit überzeugten die Paulianerinnen mit schnellem Passspiel und der richtigen Durchsetzungskraft. Immer wieder waren sie einen Schritt schneller. Die rund 700 Zuschauer im Stadtpark wurden bestens unterhalten. Beide Teams boten Rugby pur. Sicherlich nichts für Ästheten, aber für all diejenigen, die Spaß an starken Frauen und dem harten Kampf ums runde Leder haben. Nach dem furiosen Pauli-Start gestaltete sich die Partie ausgeglichener. Dabei immer wieder dasselbe Bild. St. Pauli ging in Führung, doch versäumte es rechtzeitig nachzulegen. Das ging lange Zeit gut, doch eben nur bis zur besagten allerletzten Spielminute. Damit verloren die Paulianerinnen bereits das vierte Jahr hintereinander das Finale um die deutsche Meisterschaft. Jedes Mal gegen den SC Neuenheim Heidelberg. Sicherlich nicht gerade leicht, sich wieder und wieder aufzuraffen und den scheinbar übermächtigen Konkurrenten endlich zu besiegen. Ja, ich denke, das ist nicht so das Problem, weil wir denken, wir sind nicht schlechter als die. Wir können gegen die gewinnen. Wir verlieren durch unsere eigenen Fehler und nicht dadurch, dass die so viel besser sind als wir. Und dadurch ist es natürlich leicht zu sagen, diesmal gewinnen wir verdient. Prominente Aufmunterung gab es von Pauli-Präsident Heinz Weisener, der neben dem Fußball eine weitere sportliche Leidenschaft entdeckt zu haben scheint. Wenn man es alle Regeln kennt, dann macht es noch mehr Spaß und ich bin sicher, dass ich mir das nächste Spiel ansehen werde. Zum vierten Mal hintereinander erkämpften sich die Heidelberger nunmehr den Siegerkranz. Was aus Hamburger Sicht übrig bleibt, ist einzig die Hoffnung, dass es die Paulianerinnen nach 1995 im Jahr 2000... Die Rugby-Damen des FC St. Pauli, ein Team mit eingebauter Erfolgsgarantie. Zweimal schon holten die Braun-Weißen den deutschen Meistertitel an die Elbe. Am kommenden Wochenende besteht nun die große Chance auf Titel Nummer 3. In einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels trifft das Team auf den SC Neuenheim. Harm Gneuke und Gerrit Staron über das Rugby-Ereignis des Jahres. Das Schöne am Sport ist ja, dass man nicht weiß, wer gewinnt. Aber an und für sich bin ich felsenfest überzeugt, dass wir es sein werden. Ich habe vollstes Vertrauen zu meinem Team. Es ist eine fantastische Mannschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir verlieren sollten.
17 Spiele in der laufenden Saison, ein Unentschieden, 16 Siege davon, 13:0. Diese Zahlen sorgen natürlich für Selbstsicherheit. Die Frauen des FC St. Pauli geben den Ton an im deutschen Rugby. Das Spielsystem funktioniert einfach mit den Spielerinnen, die wir haben. Und es sind einfach ziemlich viele, die jetzt schon relativ lange spielen und irgendwann zahlt sich das einfacher aus. Und ganz arg viele spielen schon seit 5 oder 6 Jahren zusammen und dann irgendwann muss es mal passieren. Der FC St. Pauli gegen den SC Neuenheim. Das Standardfinale um die deutsche Rugby-Meisterschaft. Neuenheim zum 14. Mal in Folge im Finale, 10 Titel. St. Pauli zum 7. Mal und 2 Titel. Hamburg arbeitet am Machtwechsel. Ja, ich glaube, wenn sich das bei uns so weiterentwickelt, werden wir deren Stelle einnehmen. Wir werden vielleicht nicht ganz so viele Meisterschaften holen, aber in den nächsten Jahren bin ich sicher, dass wir dominieren werden, allein wegen unserer jungen Spielerinnen. Dominiert, das haben die Pauli-Damen schon im Finale 2000 mit 39:3. Und Samstag? Wir gewinnen mit 10 bis 15 Punkten Vorsprung. Deutlich. Aber wie hoch? Keine Ahnung. Ich möchte nur deutlich gewinnen. Wenn, dann deutlich. Na, das klingt, als hätte er schon stattgefunden, der Machtwechsel im Frauen-Rugby. Es war ein überraschend deutlicher Erfolg. 37:8, so lautete das Endergebnis zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Neuenheim. Damit konnten die Braun-Weißen ihren letztjährigen Meistertitel erfolgreich verteidigen. Seit mittlerweile 2 Jahren sind die starken Mädels um Trainer Jens Michau nun ungeschlagen. Team Ruge und Gerrit Staron berichten. Genial. Gigantisch. Großartig. Genial, gigantisch, großartig, ganz genau. Die Damen des FC St. Pauli sind zum 3. Mal deutscher Rugbymeister. Der Grundstein zum Erfolg, die erste Halbzeit. Spielzug um Spielzug, Punkt um Punkt demoralisierte man den SC Neuenheim. Es ging ja relativ schnell am Anfang und es ist sehr wichtig, da von vornherein einen Druck aufzubauen und nicht die Gegner erstmal. Also, dass die Gegner nicht ins Laufen kommen, das ist sehr wichtig. Und das haben wir sehr gut gemacht und es ist auch unsere Stärke mittlerweile geworden. Ja. 32:0, Pauli hätte schon nach den ersten 35 Minuten mit dem Feiern beginnen können. Aber auch in Halbzeit 2 wurde konzentriert weitergekämpft. Zwar nicht mehr so punktereich, aber zu einem Gerangel um die Meisterschaft wurde die Partie nicht mehr im Geringsten. Einfach, glaube ich, war dann die Einstellung nicht mehr so verbissen, weil man wusste, man hat gewonnen. Und dann die große Hitze. Gut, das war verständlich. Es war nicht mehr so schön anzusehen, aber was soll's. Titel ist Titel. Und was für einer, 37:8, trotz einer ruhigeren zweiten Spielhälfte. Pauli, klar, locker, ungefährdet zum Titel und auf dem Weg, endgültig das Maß der Dinge im Rugby zu werden.